In den Jahren nach der Auflösung der Band Modern Talking erlebte das Leben der beiden Hauptmitglieder Thomas Anders und Dieter Bohlen schreckliche und heimliche Umbrüche. In einem aktuellen Interview gestand Thomas Anders eine Wahrheit, mit der viele Fans nicht gerechnet hatten, ein Geheimnis, das zu einem ungelösten Streit zwischen ihm und Dieter Bohlen führte. Ihre musikalische Harmonie machte Modern Talking zu ihrer aktiven Zeit zu einer der berühmtesten Gruppen der 80er Jahre. Doch mit jedem Erfolg sind Konflikte vorprogrammiert, und nach entbrennt ein Streit um Geld. Konflikte darüber, wie das Geld aus den Musikeinnahmen und der Popularität aufgeteilt werden soll, haben dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen den beiden allmählich angespannter geworden ist. Beide wollten einen großen Anteil am Erfolg der Gruppe behalten, was ihre Beziehung instabil machte. Nach einer Reihe ergebnisloser Auseinandersetzungen beschlossen Thomas Anders und Dieter Bohlen schließlich, ihre künstlerische Beziehung zu beenden und getrennte Wege zu gehen. Beide wollen ihre individuelle Karriere verfolgen und können Konflikte um Geld und Macht nicht länger ertragen. Nach der Auflösung von Modern Talking entwickelten Thomas Anders und Dieter Bohlen ihre Karrieren weiter, jeder in seine eigene Richtung. Obwohl sie viele Zwischenfälle und Konflikte durchgemacht haben, ist ihr großer Beitrag zur Musikindustrie und zur Ära der Popmusik in den 80er Jahren unbestreitbar. Nach der Auflösung von Modern Talking war das Leben von Thomas Anders und Dieter Bohlen weiterhin von Höhen und Tiefen voller Härten geprägt. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg gewählt, nicht nur in seiner Musikkarriere, sondern auch in seinem Privatleben. Nachdem Thomas Anders Modern Talking verlassen hatte, beschloss er, sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren. Er hat viele persönliche Alben veröffentlicht und sich sogar in anderen künstlerischen Bereichen wie der Schauspielerei versucht. Obwohl Thomas nicht mehr Teil der Gruppe ist, behält er seine Anziehungskraft und genießt die Unterstützung treuer Fans. Auch Dieter Bohlen blieb nach der Auflösung von Modern Talking nicht still. Er war weiterhin in der Musikindustrie tätig, aber statt Künstler zu sein, wechselte Dieter zu einer Rolle als Musikproduzent und Songwriter. Er hat mit vielen berühmten Künstlern zusammengearbeitet und viele erfolgreiche Songs produziert. Auch wenn beide ihren eigenen Weg eingeschlagen haben, bleiben die Erinnerungen und Erfolge aus der Modern Talking-Ära für immer im Gedächtnis. Die Beziehung zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen endete zwar mit Konflikten und Streitigkeiten, doch der Einfluss, den sie auf die Musikwelle der 80er Jahre hinterließen, lässt sich nicht leugnen. Nach 20 Jahren blühten die Karrieren von Thomas Anders und Dieter Bohlen im Solobereich auf. Thomas Anders hat sich zu einem der berühmtesten und am meisten bewunderten Solosänger der Musikindustrie entwickelt. Er hat viele erfolgreiche Alben mit großen Hits und einer einzigartigen Stimme veröffentlicht, die immer noch die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zieht. Thomas ist nicht nur im Musikbereich erfolgreich, sondern beteiligt sich auch an Wohltätigkeitsprojekten und wird zum Symbol für Vielseitigkeit und Freundlichkeit. Auch Dieter Bohlen ist von seinem Erfolg beeindruckt. Als führender Musikproduzent und Musiker hat er viele wichtige Beiträge zur internationalen Musikindustrie geleistet. Von Dieter produzierte und komponierte Songs erscheinen immer noch in den Charts und ziehen weltweit Millionen von Hörern an. Auch wenn sie getrennte Wege gegangen sind, haben Thomas Anders und Dieter Bohlen immer noch eine besondere Stellung in den Herzen der Fans. Ihr Erfolg ist nicht nur ein Beweis für ihr einzigartiges Talent, sondern auch Ausdruck der Kraft, der Liebe und Leidenschaft für die Musik. Ja, Streitigkeiten sind oft vorprogrammiert, wenn Einzelpersonen oder Gruppen zusammenarbeiten. Im Fall von Thomas Anders und Dieter Bohlen wurde der Streit um Geld und Macht zum Hauptgrund für die Auflösung der Modern Talking-Gruppe. Bei der Arbeit in einer Gruppe, insbesondere in der Unterhaltungsbranche, kann jede Entscheidung über Geld,
Ruhm und künstlerische Ausrichtung zu Konflikten und Konflikten führen. Auch unterschiedliche persönliche Perspektiven und Ziele können die Beilegung von Streitigkeiten erschweren. Im Fall von Thomas und Dieter verhinderte die Unfähigkeit, sich über die Aufteilung von Geld und Macht zu einigen, eine weitere Zusammenarbeit. Trotz gemeinsamer großer Erfolge in der Vergangenheit führte der ungelöste Streit schließlich zur Auflösung von Modern Talking. Geld ist immer einer der wichtigen Faktoren und sorgt mitunter für Konflikte in der Beziehung zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen. Im Leben und in der Musikkarriere ist die Trennung von Geld, Einnahmen und Popularität oft ein heikles und schwer zu lösendes Thema. Thomas und Dieter haben, wie viele andere Künstlerpaare auch, ihre eigenen Ansichten zur Geldaufteilung. Jeder möchte einen fairen und gerechten Anteil am Erfolg des Teams haben. Unterschiedliche Meinungen und Wünsche können jedoch zu Konflikten und Konflikten führen. In ihrem Fall könnten Geldsorgen die Konflikte eskaliert haben und sie zu der Entscheidung veranlasst haben, sich zu trennen und getrennte Wege zu gehen. Der Streit ums Geld darf jedoch nicht über ihre Erfolge und Verdienste um die Musikindustrie hinwegtäuschen. Die Tatsache, dass sie alle nach der Auflösung von Modern Talking erfolgreiche Solokarrieren machten, zeigt, dass Geld zwar ein Problem darstellt, die Fähigkeit, zu lernen, zu wachsen und hinter jeder Herausforderung und jedem Konflikt weiterzumachen, jedoch wichtiger ist. Modern Talking ist eine berühmte deutsche Popgruppe, die Ende der 1970er Jahre von zwei Hauptmitgliedern, Thomas Anders und Dieter Bohlen, gegründet wurde. Die Gruppe hatte schnell Erfolg und wurde mit einer Reihe berühmter Hits zu einer Ikone der 1980er Jahre. Thomas Anders, Leadsänger, wurde am 1. März 1963 in Münstermaifeld, Westdeutschland, geboren. Bevor er zu Modern Talking kam, nahm Thomas an einer Reihe von Musikprojekten und Bands wie Coffee Shop teil, erlangte jedoch keine Bekanntheit. Die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen markierte einen wichtigen Wendepunkt in seiner Karriere. Dieter Bohlen, Komponist, Produzent und Backgroundsänger, wurde am 7. Februar 1954 in Bern, Nordwestdeutschland, geboren. Vor der Gründung von Modern Talking war Bohlen in mehreren Rockbands wie Monza und Sunday beteiligt. Sein großer Erfolg gelang ihm jedoch, als er Thomas Anders traf und Modern Talking gründete. Modern Talking entwickelte sich schnell zu einer der führenden Popgruppen in Europa und auf der ganzen Welt. Hits wie You're My Heart, You're My Soul, Cherie Cherie Lady und Brother Louie verhalfen ihnen in den 1980er Jahren zum Höhepunkt ihrer Popularität. Allerdings ist die Gruppe auch mit vielen internen Konflikten konfrontiert, insbesondere um Geld- und Machtfragen. Nach einiger Zeit löste sich Modern Talking Ende 2003 auf, als Thomas Anders und Dieter Bohlen beschlossen, sich zu trennen und ihre Solokarrieren fortzusetzen. Trotz der Auflösung bleibt der Name Modern Talking in den Herzen der Musikfans für immer lebendig, und beide Mitglieder waren weiterhin erfolgreich in ihrer Solokarriere. Modern Talking gilt noch immer als integraler Bestandteil der Geschichte der Popmusik. Anhand dessen lässt sich dann ganz einfach berechnen, wie viele Maschen in der Breite, zum Beispiel für Decken, Schals, Kleidung, Taschen oder ähnliches, du stricken musst und wie viele Reihen oder Runden du für dein Projekt benötigst. Zudem kannst du anhand dieser Maschenprobe auch testen, ob dir das Maschenbild so gefällt, ob das Garn von der Nadelstärke her so für dich passt oder ob du doch eine andere Version oder ob du doch einen anderen Weg, die Maschen zu stricken, anwenden möchtest oder ein anderes Garn verwenden möchtest, das eventuell dünner oder dicker ist als das, was du dir bisher herausgesucht hast. Um die Garnstärke anzupassen, zum Beispiel
eine dickere Nadelstärke zu erreichen, kannst du natürlich auch mehrere Fäden gleichzeitig verwenden. Dazu habe ich aber in einem anderen Video schon mehr erklärt. Warum empfiehlt es sich, vor jedem Projekt eine Maschenprobe zu arbeiten? Es gibt unglaublich